Hallo, guten Tag. Heute erfahren wir bei Bausuchtfrau endlich die Wahrheit über Gunther. Ah, ist er doch schwul? Und die gruselige Geschichte über Rainers erschreckende Ex-Freundin. Oh, wir sind gerade bei Gunther. Wir müssen ein bisschen leise sein. Hä? Psst. Gunther und Jenny haben endlich ihre erste Nacht miteinander verbracht und du hast geglaubt, der ist schwul. Das war so romantisch. Kamerabesprechung. Gunther und Jenny, legt ihr euch bitte nochmal hin und tut so, als würdet ihr gerade aufwachen. Quatsch, das ist doch nicht gefaked. Und Action. Schnittfehler. Erst liegt sie, dann sitzt sie wieder. Jetzt liegt Jenny. Das müssen wir nochmal machen. Egal, das juckt doch eh keinen. Wenn du willst, kannst du alles schlecht reden. Und wenn du willst, bin ich gar nicht Gunther, sondern Manuel Neuer. Und wir sind gar nicht im Wohnzimmer, sondern am See. Und da hat die Jenny ihn gefragt, sag mal, hast du Gefühle für mich? Jetzt bin ich gespannt. Deine langen Beine. Ah, trotzdem schwul. Neu mit dabei diese Woche, Portugiese Peter. Er hat leider keine Türklinke in der Haustür. Also kann sie nie wieder gehen. Er hat sogar ein bisschen dekoriert. Das Tittenposter an der Wand? Das macht man vielleicht so im potenten Portugal? Der schmutzige Markus hat Nicole die Augen verbunden. Ah, cool, damit sie den Schmutz nicht sieht. Nee, es geht zum romantischen Picknick mit Wein aus alten Senfgläsern. A votre chanté. Immerhin hat Nicoles Sohn jetzt einen neuen Papa. Mir tut der Sohn von Nicole ein bisschen leid. Ich meine, wir haben hier schön zu Hause den Untertitel. Aber der Sohn, der muss den wirklich so verstehen. Das ist nicht so einfach. Möchtest du ein bisschen was wissen oder ein Bullock? Zum Schluss geht's noch zu Rainer und Heike. Nach dem Kaffeewunder, dem eingebackenen Apfelkuchen, gibt es in dieser Woche Rinderroulade aus dem Glas. Mmh. Beim Essen haben wir dann endlich mehr über Heikes und Rainers Vergangenheit erfahren. Heike wurde verlassen, weil sie so viele Nachtschichten hat. Und Rainer ist das passiert, was man wirklich niemandem wünscht. Und Rainers Ex hat sich in einen Hund verliebt. Kommende Woche bei Extra. Was war da los? Wir besuchen Rainers Ex-Freundin in der Hundehütte zum Exklusivinterview. Nach dieser Schocknachricht jetzt noch gleich was ganz, ganz Süßes von Heike. Zuvor tanzt erstmal Luise für euch hier ganz heiß. Wow. Und hier unten gibt's alles zur großen Kaffee-Challenge von Heike. Sie verwandelt Wasser in Kaffee. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Jetzt viel Spaß mit Heike und diesem... Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ach Gott, wie niedlich. Ein kleines, scharfes Baby. Ja. Ja, guck mal, wie süß. Jo, ha? Hm.